Mario ist ganz kaputt. 2 KP nur noch. Also, willkommen zu Part 3. Paper Mario, Legende vom Äonentor. Was ist kurz nach unten? Achso. What the fuck is that? Was war das? Oh Mario, sieh dir das an. Oh, ein Drache! Ein Drache! Ich glaube... Er fliegt in den Turm. In den obersten Teil. Wahnsinn! Ein großes Monster. So ein großes Monster habe ich noch nie gesehen. Und das ist direkt nach unserer Ankunft im Feuertal. Gruselig. Los, Mario. Lass uns schnell von hier verschwinden. Nein! Alter. Ein Orden. Nein. Nein. Bam. Okay, Skumbrina, geh vor. Hoffentlich schaffe ich das. Nein. Mario. Sprungtime! Ah, jetzt schaffe ich es natürlich! Nein! Ja! Bam! Ich krieg das mit ihr nicht hin, das ist der Hammer! Lalalala! Balkenlablab! Nein, das ist wichtiger. Tu mir nichts! Wenn Vorsicht geboten ist, gehen Angriffe daneben. Nein! Brauch noch einen. Probieren wir's mal. Bin eh grad mächtig am Arsch. Ich bin so dumm. Nein, ich bin so dumm. Nein, Pilz. Kacke. Hab nicht geachtet. Jetzt holen wir uns da noch einen Energie. Nein! Eins, zwei, und ich mache einfach nichts hierher. Ich mache Verteidigung. Ha! 2 Verteidigungen bekommen. Hab keinen Schaden bekommen. Durch die Verteidigung. Moment. Durch die Verteidigung habe ich 1 Verteidigung bekommen. Durch das A noch mal eine Verteidigung. Krieg mal Follower als Burg. Eine Ding. Was ist denn hier? Hintergrund ist da nicht. Oh! Ah! Geht jetzt leider noch nicht. Übrigens, Mario, wenn du in Zukunft irgendwann nicht mehr weiter weißt, ne, dann frag mich. Vielleicht kannst du mir ja einen nützlichen Tipp, weil ich kann nicht dir keinen nützlichen Tipp geben. Okay. Oh, 4.
Brina? Ja? Hol noch den! Yes! Ich bin so gut. Nein! Ich wollte B drücken. Scheiße! La 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 la. Ein, drei Stück! Oder hab ich das gesehen? Habe ich was gesehen? Habe ich. Guck mal rechts. Okay. La 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 la. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. La 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 la. Sternsplitter! Halt! La 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 la. Müssen wir ganz langsam, ganz leicht schneller. Dumm. Ah, es ist geil gemacht, ne? Oh! Mysterium? Keine Ahnung, find ich's heraus. Eins. Oh man, komm, jetzt in die Koopa. Ja, kommen wir. Flötenbeiler. Cool. La 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 la. Oh, willkommen, Reisender. Oh, ich bin Mario. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Weil alle Marios alle Koopas zerstört haben. Seit die schreckliche Logart diese Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Logart, das ist bestimmt doch das große Monster von eben. Logart heißt es also, ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du, hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten und den Bürgermeister. Er ist sehr, sehr alt. Ich bin alt. Und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geh gleich zu ihm. Im pinken Haus. Pink. Na gut. Vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicher leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Ich bin kaputt. Moment. Wie viel wollt ihr zum Nachten? Willkommen, Tothaus, sehnliche Erfrischung, Koopa, bla bla bla. 5 Münzen, okay. Dum, 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 dum. Und gut geschlafen? Nein, gute Reise. Dum, 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 dum. Ah. Puff. Ah, puff. Dum, dum, dum. Oh. Treppen sind hier anders. Stimmt. Anders als in anderen Spielen muss man Treppen hochhüpfen. Mhm. Nein! Nein, 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 brauche ich nicht. Powerblock. Was ist das für ein Schlaffikator? Okay. Alles gut. Immer mit der Ruhe. Moment. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch. Oh! Mein Name ist Bomb Um. Ein alter Bomb Um, ohne Träume und Hoffnung. In diesem Ort tue ich niemanden etwas an. Also lass mich in Frieden. Oh ja, Bomb Um. Du Arsch.
Peach-Poster im Hintergrund. Jenseits der Berge im obersten Stock einer alten Burg lebt Logard. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Vielleicht Abenteurer sind schon viele Abenteurer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Ja, das ist zu alt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Ja. Was macht die denn? Ja. Oh! Erstmal den Kleinen. Nein, erstmal den hier. Habt ihr auf dem Weg hier Logard gesehen? Ja, haben wir. Ihr habt Glück, dass ihr euch nicht vorher bemerkt hat. Oh, und sie. Sonst hätte sie euch wohl sicher mit Haut und Haaren verschlungen. Vielleicht war sie ja auch satt und fand ihr. Ihr seht nicht lecker genug aus. Oh Gott. Jedenfalls hattet ihr wirklich Glück. Schön. Hallo! Seit einiger Weile spiele ich nur noch mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Bros. Kennt ihr das Spiel? Das müsst ihr euch unbedingt auch kaufen. Oh Gott, Eigenwerbung. Bonjour, Mademoiselle. So ein schöner Tag. No, nicht du, Monsieur Schnauzer. Ich rede mit dem süßen Mademoiselle hinter dir. Huch, Mademoiselle, sprich mit mir. Sprich mit diesem dummen Monsieur. Nicht mit diesem dummen Monsieur. Igitt, du bist nicht mein Typ. Such dir einen anderen. Oh lala, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert. Ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Okay, auf, Arschloch! Kommt Brina schnell weg. Ah. Okay. Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar. Die Luft ist frisch. Ich verwechsel das mit einem anderen Spiel gerade. Die Nebenmission. In der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Logards flammenden Zorn. Ja, du bist eine Pflanze, aber echt. Ich verdränge das immer irgendwie, es ist schon traurig. In letzter Zeit vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was man ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht mir schon solche Sorgen. Da ist ein Orden. I want to have this. Oh Mann. Meins? Superblatt. Moment, das pinke Haus? Nehmen wir da noch nicht rein. Oh nein! Guten Tag, mein Name ist Kopine. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Nanu? Diese Mütze, ein blauer Overall und dieser prächtige Bart. Du bist Luigi. Nein, du bist Mario, oder? Mhm, ich bin Mario. Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder? Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Logard zu besiegen? Ich wünschte, mein Kupio wäre auch so mutig. Kupio, jetzt zeige ich's, ey, komm her. Kupio, Fresse! Guten Tag, Fremder. Bist du hier, um die Schätze von Logard zu finden? Nun, Logard soll ja sehr stark sein. Auf den Kopf! Oh, geht nicht. Schade. Auf den Kopf! Kupio. Ey, was versteckst du dich da? Logard ist gefährlich, aber ein Monster in der Burg ist auch schrecklich. Aber die Monster in der Burg sind auch schrecklich. Normale Attacken helfen gar nicht bei diesen Kreaturen. Manche sagen, sie sind immun gegen Feuerattacken. Huch. Wie viele Opfer mag Logard wohl auf dem Gewissen haben? Erst kürzlich hat sie den alten Kuperich aus einem der Nachbarorte erledigt. Und der Vater von Kupio ist auch losgezogen, um Logard zu erledigen. Er ist nie zurückgekehrt. Seit damals hat ihn niemand mehr gesehen. Ja, ich schon. Willst du weiter, kommst du zur Geröllburg? Achso. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll von den Monster schützen. Deshalb bin ich hier. Okay. Ja, bin ich durch. Nein! Ich Idiot, das geht ja auch. Na gut. Hallo. Hier sind drei Grazien, die Welt bereisen. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und Logard.
Die wollen wir auch besichtigen. Oh. Und du? Naja, wir sind drei Grazien und besichtigen alles. 1, 2, 3. Weil du so schön bist. Auch eine. Eins zur Versöhnung. Hallo. Oh. Den kenne ich doch aus Teil 1. Bart, Knollennase, was bist du denn für eine Figur? Ja, du bist ein Dieb, das erkenne ich doch sofort. Nein, bin ich nicht, ich bin Mario. Aber leider gibt es bei mir nicht viel zu holen. Ja, doch, ein paar Bilder. Wenn du mal ein paar Münzen oder einem antiken Panzer zufrieden bist, die kann ich dir ruhig geben, ja, habe ich aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Kupio würden allerdings, würde ich gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Ich bin Mario und suche Lorgard. Was, du bist kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel. Ja, bin ich. Sag doch das gleich. Dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, über was reden wir nochmal? Was wollte ich gerade nochmal sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Lorgard habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du kennst doch Lorgard, den riesigen, unglaublichen, grausamen Drachen. Dem Namen nach... Natürlich. Mit ihren Überfällen terrorisiert Lorgard die Dörfer in den Gegenden schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Lorgard befreien will. Was? Moment mal! Nein, genau. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Lorgard erlöst, wirst du dementsprechend belohnt. Was? Wie? Du brauchst keine Belohnung. So war das nicht gemeint! Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Ah, du, wie heißt du noch schnell? Mario. Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Das ist Mario! Na gut, Manio. Eine Sache solltest du aber noch wissen. Wenn du zu Lorgards Burg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll hier irgendwo in der Nähe des Dorfes befinden. Keiner weiß, wie die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du einen Sonnenschlüssel und einen Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Hätte ich irgendwie schon ein Gefühl. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Oh yeah. Also Mario, geh und zeig Lorgard, was eine Hake ist. Du hast eine Mail. Eine Mail für dich. Manchmal bekommst du Mails von Freunden, die du auf deinem Weg kennengelernt. Diese Mails kannst du mit einem Mail-Receiver lesen. Drücke Start, öffne das Menü, um die Mails anzusehen. Unter den Items findest du auch wichtige Items. Hier kannst du deinen Mail-Receiver angreifen. Okay. Huch. Hier läuft deine Reise, Mario. Sicher aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Du solltest sie auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deinen Bericht von den Sternjuwelen, Professor Gumbart. Oh. Hä? Mülleimer. Das ist ein Mülleimer. Das ist ein Mülleimer! Willkommen beim RAD. Hallo Mario. Danke für deine Registrierung beim Rohlinger Auskunftsdienst, Abkürzung RAD. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Professor Gumbart. Freut dich auf regelmäßige Mails und von wertvollen Infos. Herausgeber Redaktion Förderverein Rohlingen. Schön. Oh, schon wieder schläfen. Schläfchen! Gehst du hier weiter, kommst du zur Geröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns von Monster schützen. Aber wenn du dem Bürgermeister sagst, ist in Ordnung, dann öffne ich dir das Tor. Entschuldigung, warte mal. Kupio? Kupio? Was ist denn los? Was geht? Ich bin Kupio. Achso, man wusste den Namen noch gar nicht. Entschuldigung. Man sagt, du gehst zur Burg von Lorgard, oder? Also ich habe da eine, sozusagen eine Bitte. Entschuldige bitte, auf Wiedersehen. Was? Ein komischer Koopa, was er wollte? Das werden wir rausfinden. Kupio?
Was ist das hier gesagt? Ja, vergiss es einfach. Ich war wirklich nicht so wichtig. Was? 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 Moment, hast du was zu sagen dafür? Kupio ist mein Freund, ja. Er ist immer so unsicher. Vielleicht fehlt ihm einfach nur ein wenig Mut, ein wenig Selbstvertrauen. Es wäre so schön, wenn er auch mutig wäre, wenigstens manchmal. Wieso habe ich nur mich so in so einem Kerl verliebt? Oh, aber er darf auf keinen Fall wissen, dass ich ihn in ihn verliebt bin. Maru, bitte. Das muss unser Geheimnis bleiben, verstanden? Oh. Was soll ich eben sagen? Es war wirklich nicht so wichtig. Okay, Typi. Geh auf den Weg, geh auf den Weg, geh auf den Weg. So. Nein. Zu dieser Burg gehen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt kurz speichern. Ich spiele zwei weiter, aber ich muss kurz speichern. Mit speichern! Und fresse jetzt, ey, Alter. Arsch, Arsch, Arsch. Du, 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 du. Speichern, la, 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 la. Damit sage ich, bis zur nächsten Folge. Bis zur Folge 4. Muss ich kurz überlegen. Ja, Folge 4. Haut rein und ciao.